mata ou é música? Nessa família, hoje eu vou cair a música. Mas eu tinha um preciso, cara. Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мама, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играется? Herzlich willkommen zum sechsten Videochat der Think Big Digitalwerkstatt und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie Dimitri gerade. Genau, ich bin Matthias von der Digitalwerkstatt, werde heute ein wenig durch das Programm moderieren. Dabei sind die Sonja Breitwieser aus Nürnberg. Sag mal hallo, Sonja. Hi. Hi. Und wir haben heute auch einen Projektmacher exklusiv für euch am Start. Das ist der Wenzel. Hallo, Wenzel. Schönen guten Tag. Genau. Die beiden werden heute so mehr oder weniger den Hauptpart übernehmen und euch zeigen, wie das läuft. Unser Thema nämlich heute, YouTube. YouTube ist eine riesige Videoplattform, die in den letzten, 2015, in den letzten 10 Jahren derartig explodiert ist. Sie ist nicht nur Videoplattform, sondern soziales Netzwerk. Ihr könnt einen Kanal anlegen und euer Projekt super supporten darüber, aber auch ein eigenes Projekt auf YouTube starten, wie der Wenzel euch nachher zeigen wird. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz sagen, wie ihr euch beteiligen könnt. Und zwar könnt ihr euch beteiligen, indem ihr Kommentare schreibt. Das könnt ihr auf unserer Digitalwerkstattseite tun, unten drunter. Falls ihr diese Kommentarleiste nicht seht, dann habt ihr wahrscheinlich einen Adblocker oder Ghostery oder irgendein anderes Add-on installiert, was es blockt. Für die Seite dann bitte ausmachen, dann könnt ihr dort drunter schreiben. Ihr könnt aber auch einfach unter den YouTube-Link auf der YouTube-Seite schreiben, genau, oder in die Facebook-Veranstaltungsgruppe. Die Kommentare werden wir dann nachher nehmen und sie Sonja stellen und Sonja versucht, die bestmöglichst zu beantworten. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Wenzel Fragen zu stellen und die Fragen werde ich dann nachher auch wieder reinholen und Wenzel hier live beantworten lassen. Genau, so viel sei dazu gesagt. Wir sind die Digitalwerkstatt, euer Support für eure Think Big Projekte. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns WhatsApp-Nachrichten schicken und eben dieser Videochat. Genau, und damit bin ich jetzt erstmal raus und würde sagen, Sonja, jetzt ist dein Part. Mhm. Ja, ich bin die Sonja, ich bin hier aus dem Medienzentrum Parabol und ja, erstmal, was habe ich überhaupt mit YouTube zu tun? Ich bin selber eigentlich nicht vor der Kamera aktiv, aber ich habe hier bei uns einen Kanal, den ich zusammen mit Jugendlichen aufgebaut habe, CTV. Da werden wir später auch, wenn ich so ein paar Beispiele zeige, immer noch mal so ein bisschen reinschauen. Genau, was ich jetzt vorhabe in der nächsten Viertelstunde, einfach mal so ein bisschen zu zeigen, ist, wie man denn eigentlich so einen Kanal einstellt in YouTube, wie man einen Kanal aufmacht und was da eigentlich alles so ein bisschen dazugehört, bis man die ersten Videos hochlädt. Genau. Ja, als erstes, wenn ihr überlegt, einen YouTube-Kanal zu starten, solltet ihr euch auch so ein bisschen Gedanken machen, was für ein Konzept habt ihr. Also, welche Leute wollt ihr überhaupt ansprechen mit den Videos, die ihr hochladet und genau, mit welchen Inhalten wollt ihr die Leute erreichen und ja, wie oft schafft ihr es vielleicht, Videos hochzuladen auf einem YouTube-Kanal, wenn ihr den wirklich nutzt und auch als Community nutzen wollt, mit Leuten zu interagieren. Solltet ihr auch regelmäßig Videos hochladen und dann soll man sich am Anfang, muss man sich vielleicht auch überlegen, wie oft schafft man es überhaupt zu produzieren. Vielleicht auch nicht ganz so hoch ansetzen, erstmal die Abstände ruhig ein bisschen größer, bis man auch irgendwie ein bisschen reingekommen ist oder einschätzen kann, wie oft man produzieren kann. Genau. Und einen Kanal jetzt einzurichten und anzulegen, das Ganze hängt mit Google zusammen, also YouTube gehört zu Google, das heißt, ich brauche erstmal einen Google-Account. Wenn ihr irgendwie sowieso schon ein Android-Smartphone habt, habt ihr wahrscheinlich auch schon einen Google-Account und könnt euch damit einfach einloggen auf Google. Ja, ich würde jetzt aber meinen Bildschirm einfach vielleicht mal übertragen,
dass ihr gleich ein bisschen mitschauen könnt. Genau. So, und ich bin jetzt, wenn ich einen Kanal anrichten will, einfach mal auf YouTube, habe mich hier oben schon eingeloggt. Dann habe ich jetzt erstmal hier mein Google-Konto und wenn ich jetzt einen neuen YouTube-Kanal anlegen will, mache ich das hier drüben über die YouTube-Einstellungen. Und genau, komme hier in die Kontoeinstellungen von YouTube, da kann ich auch noch ein paar andere Sachen einstellen. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Und hier unten unter zusätzliche Funktionen kann ich jetzt alle Kanäle anzeigen, also ich kann auch mehrere Kanäle verwalten. Und genau, da sieht man jetzt schon so ein paar Sachen, ein paar Testsachen, aber auch ein paar Kanäle, die ich verwalte. Und hier könnte man jetzt einen neuen Kanal erstellen. Genau, wichtig ist, dass ihr euch einen guten Namen überlegt. Das sollte irgendwie nichts Kompliziertes sein. Unser CTV ist auch eigentlich schon so ein bisschen, also ein bisschen sehr kompliziert vom Namen her. Wenn man das immer versucht zu kommunizieren, wo findet ihr uns unter CTV, ist es gar nicht so einfach von der Schreibweise. Also ein bisschen was Einfaches, was man sich leicht merken kann, was einprägsam ist, wäre eigentlich ganz cool für so einen Namen für den Kanal. Genau, jetzt könnte man hier einen Kanal erstellen, dann taucht es hier ganz normal auf. Ich gehe jetzt mal nicht alle Schritte durch. Genau, und wenn ich den Kanal angelegt habe, dann kann ich hier, wie gesagt, zwischen meinen ganzen Kanälen switchen. Und ich gehe jetzt mal auf CTV. Genau, jetzt habe ich umgeswitcht, jetzt bin ich nicht mehr unter meinem Profil bei YouTube, sondern unter CTV und jetzt kann ich wieder mal kurz auf YouTube zurückgehen und hier oben über das linke Menü auf meinen Kanal gehen. Genau, und jetzt habe ich eigentlich hier auch schon die Möglichkeit, alles Mögliche einzustellen, was die Optik von meinem Kanal angeht. Wir fangen jetzt einfach mal an. Also zu so einem guten Kanal gehört eigentlich auch ein ganz gutes Design. Also ich sollte schauen, dass ich einen Kanalbanner habe, dass ich ein kleines Kanalsymbol habe. Und genau, ich kann hier oben draufklicken, um das Ganze zu bearbeiten, Kanalbild bearbeiten. Man kriegt auch immer ganz gut in der YouTube-Hilfe. Das ist einfach die Support-Seite von Google. Also da ist auch wirklich nochmal alles beschrieben. Und ich habe hier schon mal ein paar Links einfach vorbereitet. Zum Beispiel das Kanalbild. Genau, und da gibt es so ein paar Infos, wie groß muss eigentlich so ein Kanalbanner sein, wenn ich den jetzt gestalte. Und ich kann hier auch Vorlagen runterladen. Also es ist hier ganz schön verlinkt. Ich habe das schon mal gemacht auf dem Desktop. Ich kriege dann hier so eine ZIP-Datei. Wo habe ich sie hier, genau. Die kann man ganz gut mit 7-Zip entpacken und hat dann hier mehrere, also eine Vorschau-Datei, das ist eine Photoshop-Datei, geht aber auch mit GIMP öffnen. Ich habe später nochmal, es wird ja auch so ein kleiner Artikel dann noch rauskommen, da kann man dann einfach nochmal so ein paar Links sich anschauen. Genau, zum Beispiel zu dem Tutorial, wie man jetzt so ein Banner am besten mit GIMP erstellt. Und das Ganze sieht jetzt so aus, ich habe hier halt verschiedene Ebenen und kann die auch wieder ein- und ausblenden. Ich switche jetzt aber nochmal in Photoshop kurz, weil ich mich da jetzt ein bisschen besser auskenne. Genau, das heißt, ich habe jetzt einmal so ein bisschen die Vorlage. Wichtig ist, dass in diesem Teil hier, wo Text und Logo steht, das ist so die sichere, der sichere Bereich, wo dann auch alles angezeigt wird auf einem kleinen Gerät. Das ganze Bild, das ganze Kanalbanner wird wirklich nur auf einem großen Fernseher angezeigt. Genau, und jetzt kann ich hier unten meine Kanalsachen einfügen, sehe immer so ein bisschen hier im Overlay in der obersten Ebene, in welchen Bereichen ich hier was reinschiebe. Und wie gesagt, das Wichtigste sollte hier in diesem kleinen Bereich, wo Text und Logo drin steht. Genau, nachher, wenn man das dann abspeichert, das Ganze, sollte man sich das hier oben natürlich auch wieder rausklicken und dann als Bild abspeichern und dann kann ich das eigentlich auch schon auf meinen Kanal laden. Genau, jetzt gehen wir wieder zurück. Genau, also wie gesagt, das ist ganz gut hier in der YouTube-Hilfe, da kann man sich auch die Vorlage downloaden und wir werden später auch nochmal ein kleines Tutorial verlinken, wie man das Ganze mit GIMP gestaltet.
Genau, jetzt mache ich erstmal wieder auf meinen Kanal. Auf YouTube zurück. Mein Kanal. Genau, also was dazugehört, ist hier oben das Kanalbanner. Das kleine Profilbildchen sollte man 800x800 Pixel machen, um das hochzuladen. Wenn ich das Profilbild bearbeiten will, das hängt mit Google Plus zusammen. Also in dem Moment, wo ich einen YouTube-Kanal anlege, habe ich gleichzeitig auch eine Google Plus-Seite. Das ist einfach, genau, das ist verknüpft miteinander und ich muss eben über diese Google Plus-Seite dann mein Profilbild hochladen. Genau, das Kanalsymbol, 800x800 Pixel sollte das sein. Und YouTube zeigt das später rund an. Das sollte man sich dann auch überlegen von der Gestaltung her. Genau, ich kann auch eine Auswahl erstellen. Und Name und Kanalsymbol sind identisch. Teilen möchte ich das jetzt nicht. Genau, das ist meine Fanseite. Gehen jetzt aber nochmal wieder auf YouTube zurück. Genau, unter meinen Kanal. Jetzt haben wir ein Profilbild erstellt, ein kleines Kanalsymbol. Und genau, was jetzt noch ganz wichtig ist, dass ich auch noch so ein paar Infos vielleicht über den Kanal ausfülle. Und zwar vielleicht auch nochmal ein paar Links zu meiner Webseite oder zu Social Media, die ich habe. Das ist auch eine Sache, die ganz wichtig ist. Also wenn ihr euch auch überlegt, wer eure Videos auch sieht, ist es auch wichtig, vielleicht auch über Social Media Kanäle, also euch zu überlegen, wo sind eure Leute überhaupt, die ihr vielleicht mit euren Videos erreichen wollt, über welche Social Media Kanäle erreicht ihr die, dass man da auch auf jeden Fall nochmal Werbung für den Kanal macht. Genau, und hier kann ich eben auch die Links bearbeiten noch. Die werden mir einmal in der Kanalinfo angezeigt und eine Auswahl. Also ich kann entscheiden, ob keine oder bis zu 5 Links auch oben in dem Kanalbanner angezeigt werden. Und da kann ich eben recht einfach mit einem Titel und einem Link noch kleine Links in meinen Kanalbanner oben reinsetzen. Genau, das sind dann die, die hier oben auftauchen. Ansonsten ist es natürlich auch noch wichtig, dass ihr auch ein paar Infos über euren Kanal gebt, was so Inhalt ist von eurem Kanal, um was es da geht und genau, eure Kontaktadressen. Und was man noch gestalten sollte oder kann, ist die Übersichtsseite. Also das ist die Seite, wo wirklich die Leute auch landen, die euren Kanal besuchen. Und das muss man erst aktivieren, wenn man diese Übersichtsseite haben will. Also ihr müsst einfach immer ein bisschen schauen. Es gibt überall so kleine Icons, wo man draufklicken kann. Und ich kann jetzt hier die Kanalnavigation bearbeiten. Und wenn das noch nicht aktiviert ist, muss man hier oben noch die Übersichtsseite aktivieren. Die ist eigentlich ganz sinnvoll, um ein bisschen ausgewählte Inhalte den Besuchern des Kanals anzeigen zu lassen. Genau, und das kann jetzt sein, für wiederkehrende Abonnenten könnte ich jetzt einstellen, das erste Video, was denen angezeigt wird, ist entweder die letzte Aktivität oder mein letzter Upload. Da wird dann irgendwie das letzte Video angezeigt, was ich hochgeladen habe. Oder eben für neue Besucher, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, wäre es ganz schön, wenn ihr euren Kanal so ein bisschen vorstellt, vielleicht mit einem Video. Ich kann das mal ganz kurz anstarten. Das haben wir jetzt für CTV. Kanal für Nürnberg. Genau, also bei dem Kanal ging es jetzt darum, einen neuen Kanal für junge Leute aus Nürnberg zu starten und in dem Startvideo wird einfach auch gleich gezeigt, worum geht es um unseren Kanal. Hier kann jeder irgendwie auch mitmachen, der aus Nürnberg ist und es wird halt den Nicht-Abonnenten angezeigt. Da kann man so ein bisschen differenzieren. Genau, und des Weiteren kann ich hier unten dann mir noch überlegen, was ich hier für Bereiche anzeige. Die kann ich hier auch einfach bearbeiten. Und dieser Bereich, genau, sind jetzt einfach die neuesten Uploads. Ich kann die auch tauschen mit einem Bereich hier unten oder neue Bereiche hinzufügen. Hier haben wir jetzt verschiedene Formate, die auf dem Kanal laufen, in verschiedenen Playlisten einfach dargestellt. Also da kann man sich so ein bisschen Gedanken machen. Man kann aber auch Kanäle, die man toll findet, einbinden oder auch Playlisten eigene. Das geht auch. Genau, das wäre jetzt so die erste Übersichtsseite. Hier drüben
haben wir jetzt noch so Leute, die bei uns auf dem Kanal mitarbeiten, mit dabei sind, die eigene YouTube-Kanäle haben, ein bisschen verlinkt. Also da könnt ihr auch nochmal auf Kanäle, die ihr besonders gut findet oder die ihr empfehlt, das kann man auch noch einstellen, dass das angezeigt wird. Ja, genau, da sollte man sich so ein bisschen Gedanken machen, weil es ist wie so eine, also wie meine Profilseite und genau, dass man da gleich auf den ersten Blick so ein bisschen einen guten Eindruck hat von eurem Kanal. Genau, jetzt haben wir die Infos. Zu weiteren Einstellungen kommt man noch, wenn man hier oben wieder draufklickt und auf das YouTube-Studio, wobei man auch oben über den Haken draufklicken kann, unter Mein Kanal und dann kommt ihr... Genau, in das YouTube-Studio und da ist es vielleicht ganz am Anfang ganz wichtig, unter Kanal noch mal ein paar Einstellungen vorzunehmen. Und zwar sind am Anfang ein paar Sachen noch nicht aktiv. Wenn ihr jetzt wirklich ganz neu einen Kanal aufgemacht habt, könnt ihr erstmal nur bis zu 15 Minuten Videos hochladen. Und genau, dann, um längere Videos hochladen zu können, muss man den Kanal erstmal bestätigen. Das geht per SMS oder... Per Telefonanruf, also ihr müsst eure Nummer irgendwie hinterlassen, eure Telefonnummer, dann bestätigt ihr das und dann sind schon mal ein paar mehr Funktionen wieder freigeschaltet, zum Beispiel längere Videos oder auch Anmerkungen. Anmerkungen sind so Verlinkungen, die man einfügen kann, zum Beispiel hinten bei der Endcard oder so, dass man auf noch weitere Videos verlinkt aus eurem Kanal. Genau, was man noch zusätzlich aktivieren kann, ist die Monetarisierung. Also Monetarisierung bedeutet, dass ihr Werbung auf euren Clips schaltet. Die kann man aber auch aktivieren, wenn man keine Werbung schalten will. Das könnt ihr für jeden Clip einzeln bestimmen, ob ihr das schaltet oder nicht. Und genau, aber was die Monetarisierung, was da wichtig ist, dass ihr Videos auch geplant hochladen könnt. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, ihr habt jetzt irgendwie 3 Videos vorproduziert und das eine läuft in der Woche, das andere in der anderen Woche. Genau, das wären jetzt über die Einstellungen. Es gibt auch noch was auch noch interessant, das sind die Standardeinstellungen für Video-Uploads. Und zwar ist das interessant, wenn ihr nachher euer Video hochladet, dass ihr nicht bei jedem Video, das ihr hochladet, immer wieder die gleichen Einstellungen machen müsst. Das heißt, ihr könnt hier schon mal Datenschutz voreinstellen und bei jedem Video, was ihr hochladet, ist es dann erstmal gleich. Genau, es ist später auch wichtig, dass ihr eurem Video, wenn ihr das hochladet, gescheiten Titel gebt, ein bisschen was über euer Video in die Videobeschreibung reinschreibt und ein paar Schlagworte vergebt. Also das Ganze ist wichtig, wenn euer Video, in der Suche optimiert ist, also dass es auch gut gefunden werden kann, euer Video, dann solltet ihr euch da wirklich ein paar Gedanken machen, um was geht es in meinem Video und euch so... ja, bis zu 10 Schlagworte ausdenken und diese Schlagworte sollten, damit das Video gut in der Suchmaschine gefunden wird über YouTube, sollten im Titel auftauchen, die Hauptschlagworte, die sollten irgendwo in der Videobeschreibung auftauchen und auch in den Schlagworten hier unten. Genau, da kann ich so ein bisschen was voreinstellen. Und wenn ich dann später auf Hochladen gehe, gehen wir mal auf nicht gelistet und würde jetzt ein Video hochladen. Nehmen wir einfach mal unser Segelfliegen-Video. Genau, dann habe ich die Sachen eben hier schon voreingestellt. Und das ist eigentlich ganz sinnvoll. Das könnt ihr euch dann könnt ausfüllen, während das Video dann hochlädt. Und genau. So. Ja, zur Videoproduktion. Ich schalte jetzt mal wieder zurück. Genau. Für die Videoproduktion, da gibt es ja auch schon bei ThinkBig in der Digitalwerkstatt ganz gute Tools und Artikel, zum Beispiel, wie man auch einen Film mit dem Smartphone dreht. Also ihr müsst euch auch überlegen, mit was für einer Technik arbeitet ihr? Was habt ihr für eine Technik zur Verfügung? Genau, mit dem Smartphone, die machen auch mittlerweile HD, wird gefilmt und machen auch gute Bilder. Kann man auch schon ganz gut arbeiten. Es gibt... was wichtig ist, ist, wenn ihr mit dem Smartphone arbeitet, dass ihr auf jeden Fall auf den Ton achtet, also insgesamt mit einem externen Mikrofon arbeiten, dass ihr wirklich auch einen sehr guten Ton habt. Genau, wie gesagt, da gibt es auch ein paar Tutorials schon auf der ThinkBig-Werkstatt zu finden.
genau, welche Technik habt ihr? Ihr müsst gucken, wenn ihr mit Musik arbeitet, dass ihr vielleicht auch freie Musik benutzt im Netz. Da werden wir auch ein paar Links setzen. Ich finde immer Caseland ganz gut oder Free Sounds, gerade für YouTube, um so ein paar Sounds zwischendurch noch reinzuarbeiten in die Videos. Genau, wenn ihr am Anfang startet, die Videos sollten nicht zu lange sein, gerade wenn ihr regelmäßig Videos rausbringt und vielleicht auch nicht so aufwendige Videos produzieren könnt, dass ihr eure Clips sehr kurz haltet. Was ganz gut ist, wenn die ersten 5 Sekunden entscheiden eigentlich, wenn ihr euer Video startet. Das heißt, also vielleicht das, was so Inhalt von eurem Video ist, so vielleicht ein bisschen was sehr interessant ist, dass man das am Anfang kurz anteasert, dann kann man vielleicht mit einem ganz kleinen kurzen Intro starten, dann kommt euer Hauptvideo und ganz am Ende könnte man auch nochmal eine Endcard einbinden. Ich kann das auch nochmal zeigen, eine Endcard. Genau, eine Endcard ist zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf meinem, da kann ich einfach auch noch auf weitere Videos verlinken, es gibt auch wieder ein Tutorial, was wir später verlinken werden nochmal zu GIMP, wie man sowas gestaltet. Gehen wir mal auf unser letztes Pole Dance Video und das kann ich jetzt über die Anmerkungen, kann ich, genau, die Endcard muss im Video eingebaut sein. Na, das braucht jetzt noch ein bisschen, bis es lädt. Hier, genau. Also es ist halt einfach eine Bilddatei, die ich am Ende von meinem Video setze, was eigentlich immer noch mal ganz nett ist, weil ich kann da noch mal zur Kommunikation vielleicht aufrufen, also zur Interaktion mit meinen Usern am Ende und auch noch mal sagen, hier Leute, wie fandet ihr das? Oder habt ihr irgendwie noch mal eine Idee? Hier links ist unser nächstes Video. Und genau, kommentiert es doch und ich kann hier dann auch noch mal ein bisschen verlinken zu verschiedenen Profilen von mir oder eben Werbung machen noch mal für andere Videos. Genau, ich denke mal, das war es jetzt erstmal von meiner Seite und dann würde ich vielleicht mal schauen, ob ich gebe meinen Matthias wieder weiter. Aha. Ja, danke dir, Sonja, auf jeden Fall für diesen super interessanten Input. Ich glaube, man hat sehr gut einen Eindruck bekommen können, was so die Grundlagen sind, um einen YouTube-Kanal zu führen. Ich glaube, du müsstest mal deine... Genau, ich bin immer noch auf dem... Genau, Bildschirmübertragung. Wenn, genau, ich schaue jetzt gerade mal und würde nochmal dazu aufrufen, wenn ihr Fragen habt an Sonja, bitte schreibt es in die Kommentare unter dem Video, sei es auf unserer Digitalwerkstatt-Seite, sei es bei unserem YouTube-Channel, sei es bei Facebook in unserer Veranstaltungsgruppe. Schreibt rein, wir beantworten alles, auch noch nach diesem Videochat. Das heißt, dieser Videochat, der wird ja archiviert. Ihr könnt euch den immer wieder angucken. Genau, und wenn ihr nachträglich noch Fragen habt, natürlich auch immer gerne in die Kommentare. Wir sehen das, wir antworten dann im Nachgang drauf. Jetzt sehe ich nämlich gerade, es hat niemand kommentiert. Ich sehe aber, dass ihr dabei seid und vielleicht hat Sonja ihre Sache ja so dermaßen gut gemacht, dass keine Kommentare, dass es keine Kommentare gibt. Das ist ja eigentlich immer ein schönes Zeichen. Wie gesagt, meldet euch danach. Okay, dann würde ich jetzt mal Wenzel vorstellen. Wenzel ist selber Think Big Projekt Macher und hat da ein ganz tolles YouTube-Projekt an der Hand, was er gerade durchführen wird. Und ja, genau, stell doch einfach mal dein Projekt vor, was ihr euch gedacht habt. Vielleicht gibt es ja für den einen oder anderen eine Inspiration. Ja, na klar. Hi, ich mache gerade ein Projekt, also dieses ein Think Big-Projekt. Ich habe mir diese Förderung geholt, um diesen YouTube-Channel, den ich gerade leite, ein wenig wieder aufleben zu lassen, da ich gerade ein FSJ in Halle mache bei einem Projekt namens Freistil Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt
Und dieses Projekt besitzt schon seit längerem einen YouTube-Channel, der aber nie wirklich richtig aktiv betrieben wurde. Und seitdem, ich mache jetzt seit letztem Jahr September dort ein freiwillig soziales Jahr, und irgendwann kamen sie auf mich zu und meinten, hast du nicht Lust, so als Jugendlicher, als unsere Zielgruppe, so einfach für unsere Zielgruppe auch natürlich Videos zu drehen und einfach den Projekt-Channel einfach nochmal ein bisschen aufleben zu lassen. Und das mache ich jetzt seit circa einem Monat oder noch ein bisschen länger. Also die Planungsphase hat schon ein bisschen länger gedauert, aber das erste Video, das habe ich jetzt vor einem Monat hochgeladen und das zweite vor einer Woche, und mehr sind es bisher auch noch nicht. Aber ich fuchse mich da auf jeden Fall gerade ganz gut rein und will das auf jeden Fall auch noch ein bisschen weitermachen. Das FSJ endet zwar in 4 Monaten, aber es ist natürlich auch die Möglichkeit, einfach danach noch weiterzumachen. So. Ich würde jetzt auch mal so eine Bildschirmübertragung starten und euch einfach mal zeigen, wie mein YouTube-Channel aussieht. Das sieht jetzt, also mein YouTube-Channel sieht jetzt in dem Fall die Startseite so aus. Wie Sonja gerade erklärt hat, hier natürlich auch mit einem Profilbildchen und eine Art Titelbild. Das ist einmal unser Logo, Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt. Und das sind Kronen, die zur Preisverleihung, wir machen einen Wettbewerb für jugendliches Engagement, das sind die Preise, die dort vergeben werden, als materielles Ding, was man in der Hand halten kann. Hier seht ihr die beiden Videos, die bisher hochgeladen wurden von mir. Es war einmal ein Bewerbungsaufruf zu diesem Jugendengagement-Wettbewerb und nochmal ein Bewerbungsaufruf für eine Veranstaltung, die am 9. Mai in Halle stattfinden wird. Und die sind jetzt, wie Sonja auch gesagt hat, beide nicht sonderlich lang, weil ich mich natürlich auch erstmal irgendwo reinfinden muss. Und ja, aber bisher macht es mir auf jeden Fall ganz viel Spaß, und es ist natürlich auf jeden Fall erstmal komisch, so vor der Kamera zu stehen und irgendwie in eine Kamera reinzusprechen ohne Publikum. Aber wenn man sich da dran gewöhnt, dann können da lustige Sachen entstehen und auch sehr produktive Sachen, die auch zum Engagement zum Beispiel aufrufen können oder auch dahin bewegen können einfach. Richtig. So, und hier haben wir dann auch unsere Homepage verlinkt und unsere Facebook- und unsere Twitter-Seite. Und ja, also viel mehr ist bisher doch ein bisschen was noch hochgeladen. Hier unten sieht man nochmal ein paar Videos, sind aber eher so dokumentarische Sachen von den letzten Jahren des Jugendengagement-Wettbewerbs. Und richtig, ich bin jetzt hier dazugekommen, weil ich mir eine Förderung über Think Big habe machen lassen, und damit habe ich mir die Technik und ein bisschen Know-how angeworben und ein bisschen Software, damit ich das jetzt die letzten 4 Monate meines FSJs auf jeden Fall noch aktiv weiter betreiben kann und auch danach möglicherweise als ehrenamtliches Engagement für das Projekt, einfach weil es mir so Spaß macht, das möglicherweise danach noch weiterzuführen. Ja, so viel dazu erstmal. Es wäre schön, wenn da noch irgendwo Fragen bei rumkommen würden. Weiß ich jetzt nicht, wie es gerade steht, aber ja. Genau, leider keine Fragen, aber ich habe ein paar Fragen an dich, dann lieber Wenzel. Gerne. Du musst auch deinen Bildschirmmodus ausmachen, damit wir dich gleich wieder sehen. Und zwar haben wir jetzt gesehen, du hast einen YouTube-Kanal, den du befüllst, hast 2 Videos drin. Was für Videos machst du denn überhaupt? Also was ist das, was wir uns da angucken können, und was planst du für Videos reinzuladen? Naja, also wie bisher, bisher sind es jetzt nur 2 Videos, die halt hauptsächlich Veranstaltungen von unserem Projekt bewerben, so, und halt einfach dafür aufrufen, dass man da hinkommen soll, weil es spannend sein könnte für verschiedene Personen,
für unsere Zuschauer, die jetzt noch nicht so groß hier sind, aber ja, zukünftig denke ich, dass da noch verschiedene Videos hochgeladen werden, auch was alles so noch von uns, von unserem Projekt weiter angeboten wird. Das sind verschiedene Workshops, aber auch größere Veranstaltungen. Und ansonsten denke ich, dass ich halt auch in Halle auf verschiedene Engagements hinweisen werde oder auch in der Umgebung hier und einfach ein bisschen motivierend sein möchte für die Jugend, sich ehrenamtlich zu engagieren, egal ob es bei der Freiwilligen Feuerwehr ist oder in einem Tierheim oder in seinem eigenen Fußballverein. So. Okay, danke. Und das machst du weiterhin alleine oder gibt es da ein Team, was dich unterstützt? Wir arbeiten mit der Freiwilligen Agentur in Magdeburg zusammen und dort haben wir zwei Mitarbeiter, die beide Medienmanagement studiert haben und die unterstützen mich dabei, also mit ihrem Wissen und ihrer Technik auch. Und also theoretisch mache ich es alleine, ich sitze auch in Halle im Büro und nicht in Magdeburg, aber diese beiden jungen Herren unterstützen mich auf jeden Fall bei jeden Fragen und bei jeden Schwierigkeiten, die ich habe, so. Soweit sie mir aushelfen können. Wenn ich auch mal kurz eine Frage einwerfen darf. Genau, was mir jetzt so da gekommen ist, ich habe auch mal so ein bisschen über deinen Channel drüber gesurft und es geht ja darum, dass du Ehrenamt näher bringen willst, jungen Leuten. Ne? Mhm. Genau. Hast du mal drüber nachgedacht, ob man da auch so lebendig vielleicht mal in irgendwie Vereine oder da, wo man sich halt ehrenamtlich vielleicht auch engagieren kann als Jugendlicher, dass man so, oder dass du noch mal reingehst mit der Kamera? So ein bisschen so erfahrungsmäßig, was kann man da machen oder... Ja, also es ist jetzt schon, also der YouTube-Channel, dass das alles so läuft, das ist jetzt schon ein bisschen länger als einen Monat in Planung natürlich und da habe ich mir auch im Vorhinein natürlich Gedanken darüber gemacht, was denn da für Videos hochgeladen werden sollen, ob ich da nur alleine vor der Kamera stehen möchte oder auch mal mein Team mit drauf mit zeige oder auch mal in die Straße gehe, auf die Straße gehe und Menschen interviewe. Das steht auf jeden Fall auch noch auf dem Plan. Und ist bis jetzt her aber leider noch nicht eingetreten, aber wir haben auch jetzt demnächst eine große Veranstaltung, wo ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, mit der Kamera auf jeden Fall rumzulaufen und Menschen zu interviewen, wie sie denn zu ihrem Ehrenamt gekommen sind und was es für einen Mehrwert hat und ja, so, also auch in Vereine, das wird sich zeigen, ob das möglich ist, aber auch in Schulen oder so, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass weiterzutragen. So. Genau, war so eine Idee, dass man auch mal so, also wirklich dabei ist, auch bei den Aktionen, die ehrenamtlich stattfinden oder so. Ja. Das ist auch immer so ein bisschen, finde ich, so ein YouTube-Prinzip oder das, was gut ankommt oder wichtig ist bei YouTube, so irgendwie echt oder lebendig mit dabei zu sein, irgendwie authentisch, wenn irgendwo gerade was passiert und... Ja, ja. Das wird sich zeigen, aber das denke ich, dass es auf jeden Fall noch dazu kommen wird. Es kann auch sein, dass der nächste FSJler das dann weitermacht, aber das steht alles noch ein bisschen in den Sternen. So. Okay, Sonja, hast du noch weitere Fragen an Wenzel? Jetzt gerade so spontan erstmal nicht. Okay. Ganz schöne Sache, finde ich, mit dem Kanal. Bin mal gespannt einfach, wie er sich weiterentwickelt. Ich denke, das sind wir alle. Ich habe dann noch Fragen an dich, Sonja. Jetzt habe ich mir einen YouTube-Kanal eingerichtet, ja, und habe vielleicht ein paar Abonnenten, habe vielleicht ein paar coole Videos gedreht. So, bleiben die denn oder was muss ich denn tun, damit die bei der Stange bleiben? Ich denke, wichtig ist auf jeden Fall, dass regelmäßig was nachkommt. Also deswegen auch, was ich schon mal gesagt habe, dass man sich wirklich ein Konzept überlegt und auch regelmäßig Videos raushaut. Also wenn ich wirklich genau will, dass meine Abonnenten bleiben oder dass sie auch weiter meinen Kanal gucken oder ich vielleicht auch noch mehr Abonnenten kriege, muss ich einfach regelmäßig dranbleiben. Es können auch mal kurze Videos sein oder viele machen ja auch Vlogs dann von unterwegs. Muss man sich halt überlegen auch, wie man sich auch präsentieren will, also welche Formate auch zu einem passen und genau, und dann, was auch immer wichtig ist, auf jeden Fall die Kommunikation, weil ich bin da in YouTube einfach auch in der Community drin und das heißt auch vielleicht andere Videos mal kommentieren oder auf jeden Fall antworten auf Kommentare,
dass man das auf jeden Fall mitverfolgt, was passiert an Interaktion auf meiner Plattform. Okay, Wenzel, möchtest du dazu was sagen? Hast du da noch? Also das, was mir halt gerade bei meinem Kanal, was du jetzt gerade gesagt hast, was mir aufgefallen ist, was mir noch fehlt, ist auf jeden Fall eine ein bisschen größere Community, aber das wird sich auch nach und nach aufbauen natürlich. Und dann muss man natürlich schon auf das eingehen, was die Community oder deine Zuschauer sehen möchten und was man selber auch leisten kann und machen möchte. So. Also man sollte nicht nur auf die Zuschauerwünsche eingehen, sondern auch auf seine eigenen. Genau, und was ich auch mal wichtig finde, ist, also klar kann man auch Videos, was ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, mit der Videobeschreibung, dem Titel, also so optimieren, dass sie vielleicht auch vom Ranking her, also von der Reihenfolge, wie sie angezeigt werden, bei Sucheingaben in YouTube gut angezeigt werden oder auch vorgeschlagen werden. Aber das ist immer noch die Frage, weil YouTube einfach global ist und weltweit, erreiche ich auch wirklich die Leute, die ich erreichen will. Und genau, dass man sich da auch nochmal außerhalb von YouTube Gedanken macht, wie kann man den Kanal bewerben? Geht man vielleicht damit wirklich über die Vereine? Also gerade wenn du jetzt sagst, du greifst vielleicht auch Ehrenamt mal auf, dass man auch immer irgendwie vielleicht einen Flyer dabei hat. Die Leute, die man interviewt, die mit im Video vorkommen, finden es ja auch ganz cool, sich dann vielleicht auch auf YouTube zu sehen oder wollen auch den Channel dann aufrufen und genau, oder zu überlegen, wo sind die Hauptleute, die ich irgendwie erreichen will und wie erreiche ich die? Irgendwie über Facebook oder sind die auf Instagram oder laufe ich vielleicht wirklich mal in die Stadt oder mache eine Aktion in der Stadt oder sowas? Ja. Das finde ich auch immer noch ganz wichtig. Definitiv. Super. Okay, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Genau, Wenzel, hast du noch Fragen an Sonja, die dir vielleicht eingefallen sind? Die wollen wir nicht unterschlagen. Eine, die ist mir vorhin schon eingefallen. Du sagtest, du managst verschiedene YouTube-Channels und stehst aber selber weniger vor der Kamera. Heißt das, du stehst auch irgendwo mal selber vor der Kamera oder gar nicht? Nee, eigentlich gar nicht. Meistens nicht. Okay. Klang bloß vorhin so, dass du irgendwie vielleicht mal versuchst, das selber zu machen oder so heimlich so ein bisschen für dich selber. Ja, so ein bisschen zwischendurch habe ich das schon mal ausprobiert mit meinem Smartphone, dann wenn ich ein bisschen frei habe und im Urlaub oder sowas habe ich schon auch noch ein bisschen rumgespielt. Aber ansonsten ist so mein Ding, glaube ich, wenn ich jetzt medial selber noch mal ein bisschen was machen würde, außerhalb von meiner Projektarbeit hier, wäre das, glaube ich, so ein bisschen technisches Webgebastel oder sowas. Ich glaube, da würde ich mich eher privat noch mal ein bisschen reinhängen. Genau, und YouTube eher, also jetzt mit unserem Kanal, da eher so ein bisschen das Ganze zu organisieren und genau, mit jungen Leuten Formate zu entwickeln, Ideen zu entwickeln und einfach, ja, rumzuprobieren und neue Videos zu testen und rein hochzuladen. Ja. Muss ja auch irgendjemand machen. Okay, in diesem Sinne, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ihr seid völlig sprachlos, schreiblos. Keine Seid einfach geflasht von dieser wunderbaren Sendung. Wenn da nichts mehr kommt, dann ist es auch gut so. Ihr könnt uns, wie gesagt, im Nachgang immer nochmal schreiben in die Kommentare. Ihr könnt uns anrufen, ihr könnt uns WhatsApp-Nachrichten schreiben. Die Nummer seht ihr auf unserer Digitalwerkstatt-Seite auf digital.think-big.org. Auf der rechten Seite seht ihr unsere Support-Adressen. Ihr könnt euch den Videochat nochmal angucken, Fragen stellen und vielleicht macht ihr demnächst selbst einen YouTube-Kanal auf. Das würden wir, darüber würden wir uns sehr freuen. Besucht den Freistil-YouTube-Channel von Wenzel und natürlich auch Sonjas hervorragende YouTube-Kanäle. Und dann würde ich einfach sagen, das war's mal wieder für heute. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Dann mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Ich sage tschüss, Wenzel. Tschüss, hat mich gefreut. Und tschüss, Sonja. Ciao. Genau. Und hoffe, ihr schaltet in 2 Wochen wieder ein oder schaut euch den Videochat mal zwischendurch an. Genau, das war's. Und verschlüsselt immer eure Backups. Das ist nicht mein Spruch. Macht's gut. Ciao. Ciao.